Wirst du schnell wütend, wenn etwas mal nicht so läuft, wie du es dir vorstellst? Meidest du vielleicht sogar Aktivitäten, wenn das Risiko besteht, dass es mit Fehlschlägen oder Rückschlägen verbunden sein könnte? Oder hast du Schwierigkeiten damit, mit Tipps aus dem Umfeld einfach umzugehen? Dann könnte es sein, dass deine Frustrationsschwelle recht gering ist. So, und wie du lernen kannst, mit deiner Frustration ein bisschen besser umzugehen, darüber möchte ich gerne im heutigen Video sprechen. Ich bin Astrid Marie Machalitza, bin Coach und Trainerin im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Burnout-Prophylaxe und naja, in dem Bereich ist es einfach auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was passiert also, wenn du ein dünnes Fell hast? Sachen, Situationen, die eigentlich gar nicht so schlimm sind, entwickeln sich plötzlich zum Drama. Und woher kommt jetzt die nicht niedrige Frustrationstoleranz? Naja, wie so häufig geht es eben schon in unserer Kindheit los. Eltern oder Erzieher haben uns vielleicht immer wieder mal gesagt, du kannst nichts, du bist nichts, aber warum ist denn das schon wieder passiert? Das musste doch jetzt wirklich nicht sein. Solche Sätze schwächen uns schon. Und die wirken auch heute noch. Es gibt ein paar Sätze, die dir garantiert helfen, deine Frustrationstoleranz zu erhöhen. Zum Beispiel, ja, jetzt läuft es vielleicht nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es ist trotzdem okay. Oder, auch wenn das jetzt mal nicht so gut gelaufen ist oder ganz schief gegangen ist, ich probiere es trotzdem nochmal. Ich weiß, ich kann's und ich mach's und ich schaffe das. Ich habe dir ein paar Übungen aufgeschrieben, die du hier herunterladen kannst. Und in die Übungen gehen wir jetzt einfach mal kurz rein und dann schauen wir uns das genau an, welche Möglichkeiten du hast und vor allem, wie gesagt, du kannst dir das Übungsheft runterladen und damit ist es für dich nochmal leichter, auch wenn es ein bisschen Arbeit am Anfang ist, deine Frustrationstoleranz zu erhöhen und damit deine Lebensqualität. Und das ist ein Ziel, das, wenn du es hast, dann verfolge es. Wenn du es nicht hast, ja, dann hat das Ganze, bringt's nichts, ne? Dann brauchst du dir ja da jetzt keine Arbeit mitzumachen. Aber wenn du es ausprobieren willst, dann tu es. Hilfreich können zum Beispiel aufbauende Sätze sein, wie gerade schon gesagt. Ich kann's, ich mach's, ich tu's, ich werde es schaffen, auch wenn ich Rückschläge erlebe. Oder das Eigenlob, ja, das habe ich gut gemacht, das kann ich wieder schaffen. Auch das Aushalten von unbequemen Situationen anstelle der Vermeidung kann dich ein ganzes Stück weiterbringen. Ja, und wie gesagt, lass uns einfach mal in das Übungsheft hineingehen und uns das genauer angucken. Wie gesagt, falls du schnell wütend wirst, wenn etwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst, oder du unter Aufschieberitis leidest, oder immer wieder auch einfach verzweifelt, hilflos oder ohnmächtig bist, weil, wisse eins, Enttäuschungen sind einfach echt nicht das Ende. Und in diesem Übungsheftchen habe ich dir jetzt genau nochmal das aufgeschrieben, ein bisschen was, einen Artikel nochmal zusammengefasst und anschließend eben auch die Aufgaben selber. Also es geht hier nochmal darum, was einfach schwierig ist, wenn du eine dünne Haut hast oder wie gut es sein kann, wenn sie eben deutlich dicker ist. Und auch die Gründe hier nochmal aufgeschrieben, die Gründe für eine niedrige Frustrationsschwelle, einfach um zu lernen, woran liegt's. Dann Einstellungen, die deine Frustrationstoleranz stärken und anschließend die 10 Tipps für ein dickes Fell, eben mit Übungsteil. Also hier, Tipp 1, analysiere deine Situation. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben, um überhaupt erstmal eine Basis zu haben, zu wissen, was ist denn Sache, woran liegst, was ist los und ja, und dann eben darauf aufzubauen. Dazu fasse deine Sätze zusammen, was darf auf keinen Fall passieren, es wäre schrecklich, wenn das und das wäre, unglaublich, wenn ich das und das erleben müsste, das wäre zu viel, das könnte ich nicht ertragen. Ja, finde die Satzanfänge deiner Gedanken und Sätze und schreib sie dir hier auf. Und finde auch die Themen. Tipp 2, schreib dir hilfreiche Einstellungen auf kleine Kärtchen, kleine Komplimente, kleine Dinge, für die du dich selber loben kannst. Sätze, die für dich besonders hilfreich sind. Schreib sie auf, einfach um es immer wieder präsent zu haben. Dann gibt es garantiert auch in deinem Leben immer wieder schwierige Situationen, unbequeme Situationen, in denen du sehr gerne das Ganze lieber vermeiden würdest und auf der anderen Seite merkst, oh, wenn ich das alles vermeide, ich versag mir auch so viel im Leben,
das muss nicht sein, dann schau einfach mal, welche Situationen sind es und wie könntest du dein Training beginnen. Schau auch, welche Situationen du ganz bewusst vermeiden möchtest und bei welchen du sagst, ach ja, die würde ich gerne doch ertragen wollen. Das ist dann Tipp 4. Wende die hilfreichen Einstellungen an. Oben im Artikel hier im Heftchen sind Einstellungen, um deine Frustrationstoleranz zu stärken. Die schlagen dann hier unten in Tipp 5 wieder auf. Und da kannst du dir nochmal genau in Ruhe angucken, welche Einstellungen du ausprobieren möchtest. Und wie gesagt, aufschreiben, um es dann eben zu verfestigen. Dann schau nach deinen Wünschen und Bedürfnissen. Welche möchtest du dir erfüllen, in welchen Situationen und was passiert, wenn es mal nicht erfüllt würde. Also mach es dir einfach immer wieder deutlich bewusster. Auch deine seelische Verfassung ist wichtig. Schau, was dich im Alltag ausgleicht. Schreib es dir auf. Dann achte ein bisschen auf deine Wortwahl, auf die Redewendungen, die du benutzt. Streiche Worte wie furchtbar, schlimm, ich muss das machen, ich soll das machen. Oder auch Konjunktive wie hätte ich doch das und das gemacht, wäre ich doch, was auch immer, besser im Leben. Worte haben oft eine deutlich größere Bedeutung als das, was wir überhaupt spüren und merken. Und es schlägt sich im Laufe der Zeit in unserem Leben nieder. Dann gibt es noch den letzten Tipp, denke langfristig statt kurzfristig. Es gibt ein paar Dinge im Leben, die sind einfach jetzt gerade anstrengender, doch auf lange Sicht werden sie dir ein deutlich leichteres Leben ermöglichen. Und auf die konzentriere dich. Ja, und wenn dir diese Tipps jetzt weiterhelfen, wie gesagt, dann lade dir hier unter dem Video das Übungsheft runter, klick den Link an und verteile das Video, gib es an Freunde, like es, abonniere es, sodass du immer wieder auch neue Informationen zu dem Thema bekommst. Denn der Clou des Ganzen ist ja nicht nur die einmalige Erledigung von solchen Aufgaben, sondern es immer und immer wieder zu machen. Einfach am Ball zu bleiben. Viel Erfolg! Lad dir die Übungsdatei hier herunter und ja, abonniere meinen Kanal, sodass du immer wieder neue Tipps und Informationen bekommst. Denn das Wichtige im Leben ist einfach, dass wir ja am Ball bleiben, Stück für Stück und immer wieder. Alles Gute dabei. Deine Astrid Marie.